Die Geschichte der Magie ist voller Geheimnisse. In allen Kulturen vollbringt jemand Wunder, die sich nur wenigen Auserwählten offenbaren. Darin war ein böser Geist enthalten. Bis jetzt. Es ist an der Zeit, verblüffende und scheinbar unmögliche Geheimnisse der Magie zu lüften. Plötzlich krampfte er. Steve Cohn, Meister der Illusion, bringt die größten magischen Meisterstücke aller Zeiten zurück. Unglaublich. Furchterregend. Es geht um Kraft. Geheimnisvoll. Und tödlich. Bereit zum Schießen? Als Ende des 19. Jahrhunderts das goldene Zeitalter der Magie anbrach, führten Magier ihre Illusionen in Privaträumen vor einem kleinen Publikum auf. Der Illusionist Steve Cohn ist ein Experte für die Tricks der damaligen Zeit. Heute kommen Zuschauer nur selten in den Genuss, die große Magie der Vergangenheit aus nächster Nähe zu erleben. Herzlich willkommen, ich bin Steve Cohn. Ich brauche nun Ihre Unterstützung. Ist jemand von Ihnen Arzt, Krankenschwester oder Sanitäter? Sie, Sir? Würden Sie bitte aufstehen? Wie lautet Ihr Vorname? Sal. Sal, was für ein Arzt sind Sie? Sportmediziner. Und seit wann sind Sie Arzt? Seit 19 Jahren. 19? Sie sind bestimmt qualifiziert genug. Würden Sie zu mir kommen? Applaus bitte. Halten Sie bitte mit Ihrer linken Hand diese Gabel. Können Sie nun mit der rechten Hand meinen Puls fühlen? Ich sollte einen haben. Spüren Sie meinen Herzschlag? Ja. Sie sollen nun den Rhythmus meines Herzschlags mit der Gabel an diesem Glas nachahmen. Bitte passen Sie sich der Geschwindigkeit an, sobald ich mich in Trance versetzt habe. Die Zuschauer sollen jederzeit wissen, was sie spüren. Fangen Sie bitte an. Konzentrieren. Sowas schon mal erlebt? Nein, Ihr Herz hat für etwa 15 Sekunden aufgehört zu schlagen. Danke für Ihre Hilfe, das ist Ihr Applaus. Der Pariser Zauberer Alexander Hermann schockierte sein Publikum schon 1880 damit, dass er seinen Puls anhielt. Hermann der Große zählte zu einer weltbekannten Magierdynastie. Diese dominierte fast ein Jahrhundert lang die Varieté-Bühnen auf beiden Seiten des Atlantiks. Um solche Tricks auferstehen zu lassen, muss man beharrlich bleiben und eine Leidenschaft für die Geheimnisse der Zauberkunst hegen. Steve Cohn hat es sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, ob alte magische Effekte real waren oder ins Reich der Fabeln gehören. Und dann setzt er sie auf moderne Art um. Cohn wird sich und der Magie alles abverlangen, indem er 4 der erstaunlichsten Illusionen der Geschichte entschlüsselt. Die erste gilt als verblüffendster Zaubertrick aller Zeiten. Er trägt den Namen
Der Schachtürke. Niemand, weder Napoleon Bonaparte, noch Benjamin Franklin oder Edgar Allan Poe, konnten ihn auflösen. Die Geschichte des Schachtürken nimmt 1769 zu Beginn der industriellen Revolution ihren Lauf. In Wien präsentiert der Erfinder Wolfgang von Kempelen, Erzherzogin Maria Theresia, eine erstaunliche technische Entwicklung. Dieser magische Moment wird in einem Stummfilm aus der Zeit um 1926 dargestellt. Von Kempelen betritt den Saal, der voller Adliger, Wissenschaftler und Angehöriger der Wiener Oberschicht ist. Er führt ihnen sein merkwürdiges und exotisches Gerät vor. Es war eine Holzfigur in türkischer Tracht. Das entsprach dem Bild, das man damals in Europa von Zauberern hatte. Sie war an einem Kasten angebracht, auf dem ein Schachbrett lag. Dieser war auf Rollen montiert, sodass man das Ganze schieben konnte. Dann zeigte er dem Publikum das Innenleben. Der Kasten hatte mehrere Türen, die man alle öffnen konnte. Man konnte ein paar Mechanismen erkennen, aber es gab keine Hinweise auf eine Person, die sich im Inneren versteckt. Von Kempelen verkündet, dass sein mechanischer Türke jeden im Schach besiegen könne. Er fordert die besten Spieler im Saal auf, ein Spiel zu wagen. Graf Johann Ludwig von Cobenzl meldete sich als Erster. Von Kempelen stellte die Figuren auf und die Mechanik des Schachtürken begann zu surren. Der Arm griff nach vorne und bewegte die erste Figur. Die Zuschauer waren verblüfft und stießen überrascht Laute aus. Der Türke erwies sich als sehr schneller und fähiger Schachspieler und schlug Graf Cobenzl innerhalb weniger Minuten. Die Geschichte über eine schachspielende, denkende Maschine verbreitet sich in Windeseile. Die mächtigsten und einflussreichsten Menschen der Welt wollen gegen sie antreten. Dazu zählt auch Benjamin Franklin. Der berühmteste Gegner des Türken ist Napoleon Bonaparte. Nachdem dieser gerade Wien eingenommen hat, fordert er die Schachmaschine heraus. Napoleon hielt sich für einen äußerst guten Schachspieler. Er testete, wie die Maschine auf unsinnige Schachzüge reagieren würde. Er führt absichtlich einen ungültigen Zug durch, der ihm einen Vorteil verschafft. Der Türke wischte mit dem Arm über das Brett und stieß alle Figuren um. Die Zuschauer schrecken verängstigt zurück. Wie kann es dieses Ding wagen, sich gegen den mächtigsten Heerführer der Welt zu erheben? Die Leute waren gleichzeitig erschrocken und amüsiert. Wenn heute jemand verkünden würde, dass es eine Maschine gibt, die die größten Wissenschaftler und Mathematiker besiegen könnte, dann bekämen wir wohl auch Angst. In der Folgezeit wird in hunderten Büchern und Flugschriften behauptet, dass man die Funktion und Methoden des Geräts durchschaut hätte. Am populärsten waren Theorien, wonach jemand oder etwas in der Maschine sitzen würde. Es war zum Beispiel von einem schachspielenden Affen die Rede. Oder von einem Kriegsveteranen ohne Beine. Denn ein normaler, ausgewachsener Mensch hätte darin niemals Platz gehabt. Sogar Edgar Allan Poe veröffentlicht 1836 eine Theorie über die Funktionsweise des Türken. Dieser Essay gilt als Vorläufer seiner ersten Kriminalgeschichten. Bevor die Maschine entschlüsselt werden kann, verbrennt sie im Jahre 1854. Der Schachtürke ist zerstört und mit ihm seine Geheimnisse. Los Angeles. Steve Cohen folgt einer heißen Spur. Insider aus Magierkreisen haben verlauten lassen, dass es hier jemanden gibt, der dem Türken neues Leben eingehaucht hat. Steve? Ich habe mich jahrelang gefragt, wie dieses Ding funktioniert hat. John Gorne ist einer der besten Automatenbauer aller Zeiten. Er hat in Los Angeles wundervolle Geräte nachgebaut und entwickelt.
Ich habe hier zahlreiche Automaten, die ich über die Jahre hinweg erhalten habe. Am Anfang habe ich Reparaturen durchgeführt und festgestellt, dass sie unglaublich kreativ gebaut wurden. Es ist faszinierend, die Denkweise des Erbauers nachzuvollziehen. Das sehe ich genauso. Man ist eine Art Gedankenleser und fragt sich, wie andere Zauberer und Entwickler es gemacht hätten. Einige der Mechanismen sind plump, aber die Ideen dahinter sind großartig. Ich versuche, die ursprünglichen Gedanken des Erbauers beizubehalten und nichts Eigenes hinzuzufügen. Alles soll so originalgetreu wie möglich werden. John Gorns große Leidenschaft ist die Aufdeckung der Funktionsweise des Schachtürken. Ich habe mehrere Modelle des Türken gebaut. Mit den Jahren wurde ich immer besser in meinem Beruf. Also versuchte ich, einen eigenen Schachtürken zu entwickeln. So kamen einige Hinweise ans Tageslicht. Einige Bilder des Schachtürken hat von Kempelen selbst angefertigt. Also sind es ziemlich exakte technische Zeichnungen. Es stellte sich heraus, dass er ein sehr kluger Mensch war. Seine Maschine beruhte auf Grundlagen, von denen man dachte, dass sie erst hunderte Jahre später bekannt waren. John Gorn hat seinen Nachbau bereits vorgeführt. Es gab jedoch noch kein Schachspiel vor größerem Publikum. Bis jetzt. Fast 200 Jahre, nachdem er einige der bedeutendsten Denker der Welt besiegt hat, bekommt der Schachtürke einen neuen Herausforderer, Schachgroßmeister Adranik Matikosian. Ich bin ein professioneller Schachspieler und Lehrer. Er ist dreimaliger Schachmeister Südkaliforniens. Sie werden nun Zeugen eines Schachspiels zwischen einem Menschen und einer Maschine. Meine Damen und Herren, der Schachtürke. Ich öffne zunächst diese Tür. Man kann die wunderschöne Mechanik erkennen. Genau wie damals von Kempelen offenbart Gorn dem Publikum das Innenleben. Das war die ganze Vorderseite und jetzt drehe ich den Kasten um. Nun sehen Sie die Hintertür. Unter seinem Umhang ist noch eine. Gorn öffnet alle Türen, um zu beweisen, dass niemand im Inneren sitzt. Hier befindet sich nichts als Mechanik. Schach ist ein Strategiespiel. Einer der größten Tests für die Fertigkeiten eines Spielers ist es, mitten in eine Spielsituation einzugreifen. Man nennt das ein Endspiel. Gorn bittet den Schachmeister, eines von 250 möglichen Endspielen auszuwählen. Matikosian wählt eine Herausforderung und stellt die Figuren auf. Okay. Er nimmt die roten Figuren, der Schachtürke spielt die weißen. Gorn dreht an einer Kurbel und erweckt so den Türken zum Leben. Es war fantastisch mit anzusehen, wie der Türke zum ersten Mal seit über 150 Jahren zum Leben erwachte. Als sich die Hand erhob, eine Figur nahm und den Zug durchführte, stockte allen im Raum der Atem. Der Türke hat seinen Eröffnungszug mit dem Springer ausgeführt. Nun ist der Schachmeister an der Reihe. Er schlägt sofort die Königin des Türken mit seinem Turm. Dieser schlägt den Turm des Meisters und bedroht dessen König.
Der Meister steht unter Zugzwang und zieht den König aus dem Schach. Der Türke erwägt seine Möglichkeiten. Er stellt den Meister erneut mit seinem Springer ins Schach. In Check. Schach. Der Meister wendet die Niederlage noch einmal ab. Aber der Türke treibt ihn mit Springer und Turm wieder in die Ecke. Das war die einzige Möglichkeit. Noch ist der Meister nicht geschlagen. Sein Läufer schlägt den Turm des Türken. Der Türke hat nur noch zwei Figuren auf dem Brett. Es gelingt ihm jedoch, den König seines Gegners schachmatt zu setzen. Und das ist Schachmatt. Check Schachmatt. Das war ein sehr schönes Schachmatt. Er hat dafür seine Königin und seinen Turm geopfert. Das waren die Züge eines Großmeisters. Ich kann mir das nicht erklären. Der Türke ist ein sehr guter Schachspieler. Ich habe selber gesehen, dass niemand im Kasten saß und die Maschine einen Menschen geschlagen hat. Wenn man das damals gesehen hat, musste man an Zauberei oder Hexerei glauben. Welche anderen Möglichkeiten hätte es sonst gegeben? Das Besondere am Schachtürken ist, dass er zu Erfindungen geführt hat, die nichts mit ihm zu tun haben. Der Mathematiker Charles Babbage spielte 1819 gegen ihn und dachte danach über mechanische Rechner nach. Das waren die Vorfahren des Computers. Und der britische Ingenieur Cartwright, der nur vom Türken gehört hatte, dachte, wenn man eine Maschine baut, die Schach spielt, dann muss es einfach sein, eine zu entwickeln, die webt. Der Türke hat also für außergewöhnliche technische Nachkommen gesorgt. Es ist durchaus beängstigend, dass man einem Objekt Leben einhauchen kann. Im Film 2001, Odyssee im Weltraum, gibt es einen schachspielenden Computer namens Hal. Eine deutliche Anspielung auf den Schachtürken. Wir entwickeln Maschinen, die uns überlegen sein werden. Und wir werden das sehr bereuen. Diese Zukunftsvision hört man immer wieder. Der Mensch wird von seinen Maschinen überlistet. Das Geheimnis hinter dem Schachtürken kennt nur ein einziger Mann. Ich habe 35 Jahre damit verbracht, es herauszufinden. Ich werde es nicht verraten. Steve Cohen präsentiert bei seiner Vorführung vor einem kleinen Publikum ein weiteres Objekt, das scheinbar denken kann. Die folgende Demonstration heißt Thinkadrink. Dazu brauchen wir eine geheimnisvolle Teekanne, die denken kann. Ich habe mich mit keinem von Ihnen abgesprochen. Denken Sie bitte an Ihr Lieblingsgetränk. Okay, was ist Ihr Lieblingsgetränk? Tequila. Tequila. Verzeihung, das ist für Sie. Probieren Sie und sagen Sie uns, ob es wirklich Tequila ist. Tequila? Durchaus. Die Dame hier vorne? Mojito? Mojito. Ich muss nachdenken, was da alles reingehört. Mojito has Minze? Limettensaft? Was noch? Wissen Sie das? Zucker und Rum. Mojito. Ich habe den Limettensaft vergessen. Ein Mojito für die Dame. Das ist für Sie. Testen Sie bitte, ob es einer ist. Ja? Oh ja. Was ist mit Ihnen, mein Herr? Frisch gepresster Orangensaft. Er muss frisch gepresst sein.
Das ist für Sie. Frisch gepresst? Definitiv. Frisch gepresst. Gute Wahl, mein Herr. Fantastisch, danke sehr. Würden Sie sich bitte hier hinter den Tisch stellen? Diesmal werden Sie einschenken. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Getränk. Bereit? Auf die Plätze? Fertig? Eingießen. Sagen Sie uns bitte, woran Sie denken. White Russian. Gut gemacht. Riechen Sie mal am Glas. Riecht es nach White Russian? Allerdings. Probieren Sie bitte. White Russian? Sehr gut. Es ist White Russian. Magier haben besondere Fähigkeiten. Sie können scheinbar den Naturgesetzen trotzen und besitzen unerklärliche Kräfte. Die Welt scheint sich ihnen zu fügen. Als Magier kann man seine Umgebung und die Natur kontrollieren. Doch die größte Herausforderung besteht darin, die Gedanken seiner Zuschauer zu beeinflussen. Steve Coens Darbietungen vor kleinem Publikum sollen daran erinnern, wie vor 100 Jahren Zaubershows aufgeführt wurden. Er kann die Energie seiner Zuschauer kanalisieren und zu seinen Gunsten nutzen. Unter ihren Sitzen finden Sie ein Stück rotes Garn und einen Schlüssel. Das Universum ist voller unsichtbarer Kräfte, die uns jeden Tag umgeben und auf uns wirken. Anziehungskraft, Elektrizität, Magnetismus. Es gibt noch eine geheimnisvolle Kraft, die Sie vielleicht gar nicht wahrnehmen. Die Kraft Ihrer Gedanken. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie diesen Schlüssel mit Gedankenkraft kontrollieren können. Bitte binden Sie das Garn an den Schlüssel. Sie haben nun ein Pendel, wie man es von einer Standuhr kennt. Halten Sie nun bitte Ihr Garn hoch, damit es alle sehen können. Nehmen Sie das Garn zwischen die Finger und halten Sie es weit nach oben. Halten Sie den Schlüssel mit der anderen Hand fest, damit er sich nicht mehr bewegt. Sehen Sie zu meinem Finger. Achten Sie auf die Bewegung. Hin und her. Hin und her. Achten Sie nun darauf, wie sich Ihr Schlüssel in Bewegung setzt, während Sie meinen Finger beobachten. Er geht von links nach rechts. Links und rechts. Selbst wenn Sie sich dagegen wehren. Hin und her. Sehen Sie bei dieser Dame. Der Schlüssel bewegt sich heftig. Die Energie in diesem Raum ist greifbar. Nehmen Sie Ihre Hände jetzt runter. Jeder soll das spüren. Lassen Sie den Schlüssel jetzt etwas tiefer hängen. So haben Sie mehr Spielraum. Sehr gut. Halten Sie ihn weit nach oben. Denken Sie jetzt bitte an einen Ball. Stellen Sie sich vor, wie ein Ball einen Hügel hinunterrollt. Am Anfang ist es ein kleiner Golfball, aber er wird mit der Zeit immer größer. Er wird größer und hat nun die Größe eines Tennisballs. Der Tennisball verwandelt sich in einen Strandball. Fühlen Sie die Kreisbewegung Ihres Pendels. Sehen Sie, es kreist wie wild. Auch hier drüben. Und Ihres auch. Und jetzt bitte aufhören. Sie haben das sehr gut gemacht. Darf ich Ihren Schlüssel haben? Kommen Sie bitte nach vorne und sagen Sie uns, ob Sie links- oder rechtshänderin sind. Rechts. Strecken Sie bitte Ihre rechte Hand aus. Mit meinem Schlüssel geht das nicht, also nehmen wir Ihren. Schließen Sie die Hand und nehmen Sie den Arm nach oben. Halten Sie bitte alle Ihr Pendel so nach oben. Genau wie vorhin. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Pendel, aber es soll sich nicht bewegen. Stellen Sie sich vor, Ihr Pendel wäre eine Linse, die Sie auf die Hand dieser jungen Dame richten. Ihre Energie muss abstrahlen. Sehr gut. Wird es wärmer in Ihrer Faust? Ja. Fühlen Sie etwas Merkwürdiges? Ja. Manchmal gibt es Nebeneffekte. Sehen Sie den Schlüssel dieses Herrn? Er ist leicht verbogen. Vielleicht ist der Effekt bei Ihrem Schlüssel viel größer. Öffnen Sie nun bitte Ihre Faust. Ihr Schlüssel hat sich verbogen. Und biegt sich noch weiter. Dieses Geschenk für Sie ist durch reine Gedankenkraft entstanden.
Steve Cohen beherrscht sein Publikum auf erstaunliche Weise. Im 19. Jahrhundert hob ein französischer Magier jedoch die Kunst der Kontrolle auf eine fast mystische Ebene. Sein Name war Jean-Eugène Robert Houdin. Und er gilt als der größte Magier, der je gelebt hat. Robert Houdin wird weithin als der Vater der modernen Magie angesehen. Sein Einfluss war so gewaltig, dass sogar der berühmteste Zauberer aller Zeiten seinen Namen entlehnt hat. Harry Houdinis Geburtsname war Eric Weiss. Als Junge las er Robert Houdins Autobiografie. Sie hat ihn so vereinnahmt, dass er dessen Namen teilweise übernahm und ein I hinzufügte. So wurde er zu Houdini. Robert Houdins erstaunlichste Illusion ist nicht nur eine Glanzleistung der Gedankenkontrolle. Sie hat auch die Geschichte verändert. Leichter Kasten, schwerer Kasten. Algerien 1856. Die französische Kolonialregierung befindet sich in einem Konflikt mit aufgebrachten islamischen Marabu, die sie aus dem Land werfen wollen. Napoleon III. Zitiert den 51-jährigen Pensionär Robert Houdin zu sich und schickt ihn auf eine einzigartige Mission. Das war wirklich außergewöhnlich. Eine Regierung suchte Hilfe bei einem Magier, um eine Revolution in einer Kolonie zu verhindern. In Algerien versammelt Robert Houdin die aufständischen Marabu um sich. Er zeigte ihnen einen kleinen Kasten, den der Stärkste unter ihnen anheben sollte. Kurz zuvor hob er ihn mit zur Schau gestellter Lässigkeit mit dem kleinen Finger hoch. Robert Houdin sagte, dass er ein großer Magier sei und ihm seine Kraft nehmen könnte. Ich nehme dir die Kraft. Du wirst zu einem kleinen Kind. Du bist jetzt so schwach, dass du den Kasten nicht mehr anheben kannst. Der Marabu zog wie verrückt an dem Kasten. Der Schweiß tropfte von seinen Augenbrauen und er schaffte es nicht, den Kasten zu bewegen. Robert Houdin verängstigt die Rebellen mit seiner Kraft. Sie fliehen panisch. Er hat auf friedliche Weise eine Revolte der Algerier verhindert. Dank seiner Fähigkeiten nahm er ihnen die Kraft. Er demonstrierte nicht, dass der Kasten leichter oder schwerer wurde, sondern dass er die Person kontrollieren kann, die ihn bewegen will. Er stellte es also so dar, dass sie einer Person die Stärke nehmen kann. Genau. Er entzog ihnen die Kraft. Richtig. Cohen möchte diesen Trick von Robert Houdin wieder auferstehen lassen und einem modernen Publikum präsentieren. In der Nähe von Cincinnati lebt ein interessanter Mann namens Ken Klosterman. Er hat den echten Kasten von Robert Houdin. Vielleicht können Sie ihn anschauen. Ohne den Kasten zu untersuchen, ist es wahrscheinlich unmöglich, diese Illusion zu durchschauen. Der Magier Steve Cohen möchte die verblüffendsten Zaubertricks der Geschichte entschlüsseln und wieder zum Leben erwecken. Einer der legendärsten ist Leichter Kasten, schwerer Kasten vom französischen Magier Robert Houdin, dem Vater der modernen Magie. In der Version von 1856 verwandelte Robert Houdin ein leichtes Geldkästchen in ein unüberwindbares Schwergewicht und verhinderte so eine Revolte. Steve Cohen wird bei seiner Vorführung eine Miniaturversion einsetzen. Eine Streichholzschachtel. Wie heißen Sie? Samantha. Wir spielen jetzt ein kleines Ratespiel. Hier ist eine Streichholzschachtel. Ist sie schwer oder leicht? Leicht. Fühlt sich an, als ob sie leer wäre, richtig? Würden Sie dem Publikum sagen, was in der Schachtel ist? Ein Streichholz. So sieht es aus, aber das ist ein Zauberstab. Er verfügt über Kräfte, die Sie sehr überraschen werden. Zeigen Sie nun bitte dem Publikum das Innere der Schachtel. Sie ist leer.
Und in der Mitte ist ein kleines Loch. Das ist eher ungewöhnlich für so eine Schachtel. Danke, ich nehme sie wieder. Würden Sie nun die äußere Hülle herumzeigen? Auch hier kann man ein Loch erkennen. Wir fügen sie wieder zusammen, sodass die Löcher übereinander liegen. Nehmen Sie jetzt bitte den kleinen Zauberstab und schieben Sie ihn von unten nach oben durch die Schachtel. Sehr gut. Greifen Sie ihn jetzt von oben und ziehen Sie ihn ganz durch. Es geht los. Bewegen Sie nun den Zauberstab über der Schachtel und denken Sie an etwas, das Sie gerne in dieser Schachtel finden würden. Denken Sie an etwas? Ja. Gut. Nehmen Sie den Teller und sagen Sie uns, was Sie sich gewünscht haben. Geld. Geld. Gerade war sie noch leer. Jetzt befindet sich Geld darin. Allerdings in Form von Gold. Eine leichte Streichholzschachtel in eine schwere zu verwandeln, ist clever. Um eine Illusion zu erwecken, die den Lauf der Geschichte beeinflusst hat, muss Cohen jedoch etwas weitergehen. Er besucht Ken Klosterman in der Nähe von Ohio, der den echten Kasten von Robert Houdin besitzen soll. Hi. Hallo, Steve Cohen. Ich habe von Ihnen gehört. Kommen Sie herein. Klosterman ist ein Bäckereiunternehmer, der schon seit langer Zeit von der Magie fasziniert ist. Er sammelt seit 40 Jahren magische Erinnerungsstücke und besitzt ein kleines Privatmuseum namens Salon de Magie. Nur wenige Menschen hatten bisher die Gelegenheit, seine Sammlung zu bewundern. Jeder Gegenstand hat eine magische Vergangenheit. Unter den einzigartigen Objekten befinden sich auch höchst unheimliche Automaten. Diese hier stammen alle von Houdini. Handschellen, die Houdini in seinen Entfesselungsdarbietungen verwendet hat. Und Harry Kellers Teufelsmaske, die Anfang des 20. Jahrhunderts Zuschauer auf der ganzen Welt verängstigte. Die Augen und der Kopf konnten bewegt werden. Harry Keller kam 1849 als Sohn armer deutscher Einwanderer in Pennsylvania zur Welt. Mit 18 führte er seine erste eigene Vorstellung auf. Er wurde zum größten amerikanischen Magier und war ein Meister der Irreführung. Er begeisterte sein Publikum mit spektakulären Shows, die voller schwebender und enthaupteter Menschen waren. Das ist das viktorianische Zimmer im Salon de Magie in Ohio. Ich hoffe, hier auf den echten Kasten von Robert Houdin zu stoßen. CMS. Circus Museum in Sarasota. 279. Wofür steht das K? Klosterman. Cohen bestätigt, dass es sich um den echten Kasten handelt. Hier sind Hebel und Merkmale, von denen ich nicht weiß, wie sie eingesetzt wurden. Als ich ihn hochgehoben habe, ist mir aufgefallen, dass sich neben dem Griff eine kleine Vorrichtung befindet. Es gibt einige Theorien, wie es funktioniert haben könnte. Spielt ein Magnet eine Rolle? Wahrscheinlich hat Robert Houdin eine Kombination aus Physik und Psychologie genutzt, um den Marabout vorzumachen, dass er ihnen ihre Kraft nehmen kann. Cohen nimmt so viele Informationen wie möglich mit nach Hause und beginnt mit der Arbeit an seiner eigenen Version dieser Illusion. Robert Houdin würde es heute nicht auf dieselbe Art und Weise machen wie damals. Er hätte aber sicher eine clevere Methode. Steve muss sich in den Meister hineinversetzen, wenn er es schaffen will. Sie müssen sich entscheiden, ob Sie den Kasten kontrollieren und schwerer machen oder ob Sie einem Menschen die Kraft nehmen wollen. Ich will dem Zuschauer die Kraft rauben. So sollte dieser Trick aufgeführt werden. Bei diesem Zaubertrick geht es vor allem um Beeinflussung. Cohen möchte die Kontrolle über einen Menschen übernehmen, genauso wie es Robert Houdin damals vorgemacht hat. Cohen geht in ein Fitnessstudio, in dem er noch nie war.
Er sucht nach einem starken Mann, an dem er seine Suggestionskraft testen kann. Bei der Magie geht es darum, die Gedanken einer anderen Person zu kontrollieren. Ich habe mit Worten, Gestik und Berührungen experimentiert. Damit kann man eine Person stark beeinflussen. Cohen wendet sich an den besten Gewichtheber des Studios. Er hat ihn noch nie zuvor gesehen. Ich trainiere seit 3 Jahren mit Gewichten und schaffe beim Kreuzheben gut 300 Kilo und beim Kniebeugen um die 210. Zeigen Sie uns doch bitte, wie Sie diese Langhantel hochheben. Harold Carter stemmt die 110 Kilo mit Leichtigkeit. Nun testet Cohen seine Hypnosemethode, bei der er nur Wörter und Berührungen einsetzt. Die meisten Menschen gehen durchs Leben, ohne ihre Schwachstelle zu kennen. Jeder hat eine und ich denke, ich kenne ihre. Es ist die Mitte ihrer Stirn, zwischen den Augen. Ich werde sie nun dort berühren und sie werden sich immer schwächer fühlen. Ihre Kraft lässt immer mehr nach und sie werden so schwach wie ein 3-jähriges Kind. Sie sind jetzt schwach. Beugen Sie sich herunter und greifen Sie nach der Langhantel. Sie wollen sie hochheben, aber es klappt nicht. Man kann sehen, wie Sie daran zerren. Er presst mit den Beinen dagegen. Er gibt alles, aber er schafft es nicht. Hören Sie auf, Harold. Verletzen Sie sich nicht. Stopp! Kommen Sie hoch. Haben Sie alles gegeben? Ja. Es hat nicht gereicht? Nein. Was jetzt kommt, wird Sie überraschen. Ich werde Ihr Ohr berühren und Ihre Kräfte sind wieder da. Versuchen Sie es noch einmal. Sie haben Ihre Kraft zurück. Ganz nach oben. Fantastisch. Legen Sie sie ab. Sie trainieren seit Jahren mit schweren Gewichten. Ich habe nun etwas Besonderes für Sie dabei. Nämlich das hier. Ein ungewöhnliches Objekt. Es hat etwas Mysteriöses. Das ist ein nicht präparierter Kasten, den ich in einem Antiquitätenladen gekauft habe. Dieser Kasten ist leer. Ich zeige es Ihnen. Da ist nichts drin. Tasten Sie den Boden ruhig ab. Leer, oder? Leer. Ein leerer Kasten. Sind Sie Links- oder Rechtshänder? Rechtshänder, okay. Strecken Sie bitte Ihre linke Hand aus. Genauso. Halten Sie jetzt bitte den Griff fest. Und dann mit der rechten Hand die linke festhalten. Großartig. Halten Sie den Kasten genau vor sich. Wie Sie feststellen, wiegt er fast nichts. Wenn ich nun Ihre Stirn, Ihre Schwachstelle berühre, dann verlieren Sie Ihre Kraft. Auf die Plätze, fertig, los. Der Kasten wird viel schwerer. Statt 2 Kilo wiegt er nun schon 20. Der Kasten geht langsam in Richtung Bauchnabel. Dann noch tiefer. Und bis zum Boden. Sie können ihn nicht oben halten, so sehr Sie sich auch Mühe geben. Atmen. Verletzen Sie nicht Ihren Rücken. Stellen Sie ihn ab. Das war ein schwerer Kasten, oder? Ja. Okay, fantastisch. Halten Sie mal. Das war sehr peinlich, so kraftlos zu sein. Alles an mir hat gezittert. Meine Unterarme, meine Schultern, meine Rückenmuskeln. Meine Hände haben stark geschwitzt. Ich war schockiert. Er ist kräftig und plötzlich konnte er nichts mehr tun. Als ob man ihn in Ketten gelegt hätte. Bei diesem Trick geht es nur um Kontrolle. Als Magier versuche ich, die Leute so zu manipulieren, dass sie das tun, was ich will. Es ist beeindruckend. Cohen hat diesem starken Mann in dessen gewohntem Umfeld seine Kraft genommen. Und der Gewichtheber hat keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Als ich mit Harold gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, ihn völlig in der Hand zu haben. Manche halten es für gefährlich, wenn man so eine Kontrolle ausüben kann. Ich denke, dass es einfach ein Bestandteil unserer Arbeit ist. Die Geschichte der Magie ist voller Illusionen, die jahrhundertelang zusammen mit ihren Erschaffern begraben waren. Der Zauberer Steve Cohen hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese wieder zum Leben zu erwecken.
Ich möchte Tricks, die vor Hunderten von Jahren Menschen faszinierten, einem modernen Publikum präsentieren. Magie lässt uns an eine Welt glauben, in der das Spirituelle und Übernatürliche real ist. Cohen verwandelt bei seinen Vorführungen das Profane in etwas Mystisches. Jahrhundertelang nutzten Straßenkünstler in Indien, China und auf der ganzen Welt ein Stück Seil für ihre Magie. Ich brauche jetzt 5 Assistenten aus allen Ecken des Raumes, auch aus den hinteren Reihen. Der Herr da hinten, würden Sie bitte aufstehen? Der Herr daneben bitte auch. Und der Herr hier in der Ecke. Wir fangen mit Ihnen an. Würden Sie bitte das Seil halten? Nehmen Sie es in beide Hände und bestätigen Sie dem Publikum, dass es ein Stück Seil ist. Das ist ein Stück Seil. Sehr gut. Würden Sie es nun bitte an den Nächsten weitergeben? Danke. Bleiben Sie stehen. Würden Sie das Seil bitte auf die Hälfte falten? Die Enden sollen herunterhängen. Danke, ich nehme es Ihnen ab. Das ist eindeutig die Mitte des Seils. Holen Sie bitte ein Streichholz aus der Schachtel und schließen Sie diese dann wieder. Sehr gut. Geben Sie jetzt bitte beides an die Dame neben Ihnen weiter. Gut gemacht. Könnten Sie nun bitte mit diesem Streichholz die Kerze anzünden? Gut so. Nur zu. Legen Sie die Schachtel ab. Sehr gut. Das können Sie auch ablegen. Ein Seil und eine Flamme. Jetzt brauchen wir noch eine Schere. Bitte sehr. Würden Sie bitte das Seil in der Mitte durchschneiden? Gut, danke. Legen Sie sie bitte ab. Bitte denken Sie nun alle an ein Stück Seil. Ihre Augen sagen Ihnen, dass das 2 Stücke sind. Aber glauben Sie ihnen nicht. Denken Sie an ein Stück Seil. Nicht aufhören. Sprechen Sie es laut aus. Ein Stück Seil. Ein Stück Seil. Jetzt lauter. Ein Stück Seil. Ein Stück Seil. Ein Stück Seil. Ein Stück Seil. Das Zusammenfügen eines Seils durch unseren Geist. Genauso funktionierte auch vor Hunderten von Jahren die ultimative Illusion. Der indische Seiltrick. Er entstand an einem Ort voller Magie. Indien. Der indische Seiltrick geht auf die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück. Der marokkanische Forschungsreisende Ibn Battuta hat ihn mit eigenen Augen gesehen und bei diesem Anblick Herzklopfen bekommen. Es ist ein faszinierender Trick. Typischerweise war der Magier immer ein indischer Fakir, der die Menschen auf der staubigen Straße versammelte. Der Magier oder Fakir beginnt damit, ein Seil aus einem Korb in den Himmel aufsteigen zu lassen. Es stieg so hoch, dass man es nicht mehr sehen konnte. Ein junger Assistent kletterte das Seil nach oben und der Fakir rief ihm zu, dass er wieder herunterkommen solle. Doch der Junge ignorierte ihn, er rief erneut. Nach dem 3. Mal kletterte der Fakir mit einem Messer bewaffnet selber hinauf. Er hat den Jungen in Stücke geschnitten. Kurz darauf regnete es Körperteile des Jungen vom Himmel. Der Fakir kletterte wieder herunter, steckte die Einzelteile in den Korb und erweckte den Jungen wieder zum Leben. Das war der indische Seiltrick. Der indische Seiltrick gilt als einer der legendärsten Tricks in der Geschichte der Magie. Seit dem Mittelalter werden auf der ganzen Welt diverse Schilderungen dieser Illusion verbreitet. Und die Zauberer sind fasziniert von dieser dunklen Hexerei. Einer der Reize an dieser Legende besteht darin, dass sie Mythen der ganzen Welt bedient. Zum Beispiel die Vorstellung, dass es eine Verbindung zwischen Himmel und Erde gibt. Wie in Hans und die Bohnenranke, dem Turmbau zu Babel oder eben beim indischen Seiltrick. Nur in Indien konnte so eine fantastische und beängstigende Illusion entstehen. Denn dieses Land soll der Geburtsort der Magie sein.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten Indien und der Osten einen bestimmten Ruf im Westen erlangt. Die Region galt als mystischer Ort und es machten zahlreiche Geschichten über die Fähigkeiten der Fakire die Runde. Während des 17., 18. und 19. Jahrhunderts schrieben Europäer über bizarre indische Fakire, die außergewöhnliche Dinge tun konnten. Sie konnten Schlangen beschwören und ließen aus Samen Bäume wachsen. Außerdem gab es einen Trick, bei dem sie einen kleinen Jungen in einen Korb steigen ließen und diesen dann mit Schwertern durchbohrten. Die Zuschauer hörten Schreie und sahen Blut aus dem Korb tropfen. Dann nahm der Fakir den Deckel ab und der Junge war unversehrt. Der indische Seiltrick übertrifft diese Illusionsklassiker noch. Er kombiniert das Beste aus allen Darbietungen und erschafft daraus ein großes Spektakel. Er wird zu einer internationalen Sensation. Nachdem diese Legende zur berühmtesten Illusion der Welt wurde, wollten westliche Magier mit dem Trick Geld machen. Der Unterschied war, dass die Fakire den Jungen unter freiem Himmel verschwinden ließen. Im Westen führte man es auf Bühnen auf. Dadurch kann man auf versteckte Hilfsmittel, kreative Beleuchtung und Spezialeffekte zurückgreifen. Die Frage ist: Hat sich irgendjemand unter realen Bedingungen an diesem Trick versucht? Die angesehene Organisation The Magic Circle rief ein spezielles magisches Komitee ins Leben. Dem Ersten, der den Trick reproduzieren konnte, winkte ein Preisgeld von 500 Guineas. Es tauchen Filmaufnahmen auf, in denen ein Magier zu sehen ist, der den Trick der britischen Armee darbietet. Mitten unter freiem Himmel. Nun scheint es unbestreitbar bewiesen zu sein, das Unmögliche ist möglich. Man kann sehen, wie ein Seil senkrecht in die Luft steigt und so stehen bleibt. Es scheint keine Erklärung dafür zu geben. Der Trick könnte also real sein. Doch wenn man genauer hinsieht, erkennt man eine merkwürdige Anomalie. Die britischen Soldaten schauen schon in den Himmel, bevor das Seil aufsteigt. Das bedeutet, dass das Filmmaterial rückwärts abgespielt wurde. Tatsächlich wurde das Seil nach unten geworfen und ihre Augen folgen ihm, bis es auf dem Boden liegt. Viele versuchen, eine authentische Version des Seiltricks zu entwickeln, doch niemand hat Erfolg. Bis jetzt. Angeblich gibt es einen modernen Fakir, der diesen Trick beherrscht. Cohen macht sich in Indien auf die Suche nach dem mysteriösen Zauberer, der scheinbar hexen kann. Er möchte den indischen Seiltrick mit eigenen Augen sehen. Wir sind in Kathputi, der Künstlergemeinschaft in Delhi. Es ist fantastisch. Ich habe so etwas noch nie gesehen. In Kathputli werden jahrhundertealte Traditionen weitergegeben. So lebt die antike Magie Indiens weiter. Der Mangotrick. Ein Fakir lässt innerhalb weniger Sekunden einen Mangobaum wachsen und zeigt den Zuschauern, dass Magie Leben geben kann. Schlangenbeschwörung. Fakire hypnotisieren Kobras mit ihrer Musik und bringen sie zum Tanzen. Ein verblüffender Beweis, dass sie die Natur kontrollieren können. Und die Kunst des Feuerspuckens und Schluckens. Die Fakire scheinen unverwundbar zu sein. Es wird gemunkelt, dass heute ein legendärer indischer Fakir namens Ishamuddin in die Stadt kommt, um ein Wunder vorzuführen. Den indischen Seiltrick. Das ist der wahrscheinlich legendärste Trick aller Zeiten. Ich kenne niemanden, der ihn mit eigenen Augen gesehen hat. Deshalb bin ich sehr gespannt, was mich erwartet. Die ganze Gemeinschaft versammelt sich erwartungsvoll,
um Zeuge von etwas zu werden, das man sonst nur vom Hörensagen kennt. Was ist das? Ein Seil. Ishamuddin beginnt, indem er das einfache Hanfseil präsentiert, das er zum Leben erwecken will. Gottes Wille verleiht Dingen Leben. Ich werde das Seil nun in den Korb legen. Er zeigt dem Publikum, dass der Korb leer ist. Ich stelle den Korb hier herüber und lege das leblose Seil hinein. Der Fakir verstaut das Seil und beginnt mit seiner Magie. Mit Gottes Hilfe wird das Seil zum Himmel steigen. Aman. Der Lehrling des Zauberers ist sein Sohn Aman. Okay, fangen wir langsam an. Stopp! Ruck jao. Das Seil hat reagiert, Aman. Seht her, da ist sonst nichts drin. Nun wird es ganz nach oben steigen. Rein mit dir. Okay, steh auf. Sehr gut. Okay. Ishamuddin setzt uralte indische Gesänge ein, um übernatürliche Kräfte heraufzubeschwören, und das Seil steigt auf. Sehr gut. Das Seil steht nun 6 Meter hoch. Aman, klettere das Seil hoch. Dann schickt er seinen Sohn nach oben. Okay, los geht's. Gut. Nicht bewegen. Schau geradeaus. Als sein Sohn auf der Hälfte des Weges ist, befiehlt Ishamuddin, ihm anzuhalten. Genau wie in der Legende. In der Geschichte missachtet der Junge den Befehl und klettert weiter, bis er verschwunden ist. Komm runter! Komm runter! Aman zögert. Am Ende hört er auf seinen Vater und klettert wieder herunter. Eine Illusion, die die Welt jahrhundertelang verblüfft hat, ist wieder zum Leben erwacht. Für Cohen war es eine Offenbarung. Es war fantastisch. Ich habe so viel von diesem Trick gehört. Ihn selber zu sehen, war ein absoluter Nervenkitzel. Cohen hat das Glück, einen weiteren Kick zu bekommen. Ein Treffen mit dem großen Ishamuddin höchstpersönlich. Sie werden sich von Magier zu Magier unterhalten. Cohen hofft, dass sie auch Berufsgeheimnisse austauschen. Es scheint völlig flexibel zu sein. Wie bringen Sie es zum Stehen? Das ist Magie. Das interessiert mich sehr, vor allem jetzt, wo ich das Seil halte. Ich habe mir alte Aufzeichnungen angesehen und nichts gefunden, was diesen Trick erklärt. Man wird in keinem Buch der Welt eine Auflösung des Seiltricks finden. Nicht einmal einen Hinweis. Die Geschichte der Magie wird der Zeit zum Opfer fallen. Denn kein Meister ist bereit, seine Geheimnisse zu offenbaren. Selbst wenn man damit riskiert, sie mit ins Grab zu nehmen.
Die Magie und speziell der Seiltrick erinnern uns daran, dass man einfach nicht alles erklären kann. Wir glauben, wir können es, aber das stimmt nicht. Für mich ist Magie eine Fantasie. Der Zuschauer hat Gelegenheit, ein Teil davon zu werden. Wenn ich Illusionen vorführe, glaube ich an Magie. Einige Magier haben ihre Geheimnisse geteilt. Steve Cohen erwähnt sie bei jeder seiner Darbietungen. Einer meiner Lieblingsmagier ist ein Mann namens Max Maleny. Er war ein Einwanderer aus Polen, der ohne Geld in die USA kam und später vor den Größen der Welt auftrat. Wir werden nun einen seiner Lieblingstricks zum Leben erwecken. Dafür brauche ich etwas Hilfe. Würden Sie sich darüber stellen? Und Sie bitte dorthin. Wir fangen mit dieser Silbermünze, einem Morgan-Dollar aus dem Jahre 1890 an. Das sind die Münzen, die Butch Cassidy bei seinen Postkutschenüberfällen erbeutet hat. Können Sie den Kopf auf der Vorderseite sehen? Ja. Und was ist hinten? Ein Adler. Wir benutzen diese Münze und einen magischen Hut. Würden Sie uns bitte sagen, ob er leer ist? Er ist leer. Gut, bitte drehen Sie ihn um. Ich werde die Münze in Bewegung setzen und dann wird die Dame den Hut darüber legen. Danach gehen Sie wieder zurück. Kommen Sie bitte näher. Die Münze ist in Bewegung. Legen Sie den Hut drauf. Ich weiß nicht, welche Seite der Münze nun nach oben zeigt. Ich kann Ihnen helfen, jedes Mal richtig zu tippen. Kopf oder Zahl? Zahl. Zahl. Wenn das stimmt, mache ich nichts. Wenn er falsch liegt, werde ich die Münze drehen, ohne irgendetwas zu berühren. Beugen Sie sich alle nach vorne. Kommen Sie näher, damit Sie es sehen. Kopf oder Zahl, die Dame? Zahl. Richtig. Ich zeige Ihnen nun den zweiten Trick von Maleny, das Verschwinden der Münze. Sie wird weg sein und Sie werden nicht sehen, was mit ihr passiert. Egal, wie genau Sie hinschauen, passen Sie auf. Sehen Sie sie? Ja. Nicht mit den Augen zwinkern, es geht sehr schnell. Verschwunden. Wären Sie beeindruckt, wenn sie nun wieder unter dem Hut liegen würde? Noch einmal. Zahl. Er sagt, wenn das nicht stimmt, gehe ich. Und sie denkt, es wäre beeindruckender, wenn ein Ziegelstein darunter liegen würde. Heben Sie den Hut so schnell Sie können hoch. Ein Ziegelstein. Unglaublich, ein echter Ziegelstein. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Bitte setzen Sie sich wieder. Die Herausforderung besteht darin, die Augen zu täuschen. Doch die größten Meister dieses Fachs können noch viel mehr. Sie schlagen sogar dem Tod ein Schnippchen. Der Magier Steve Cohen will die größten verloren gegangenen Illusionen der Geschichte entschlüsseln und ihnen neues Leben einhauchen. Der Schachtürke. Leichter Kasten, schwerer Kasten. Der indische Seiltrick. Und zu guter Letzt das gefährlichste Kunststück der Magie aller Zeiten, der Kugelfang. Ich bin dazu befugt, im Staat New York diese Waffe abzufeuern. Es ist verrückt, überhaupt darüber nachzudenken. Ist es möglich, eine Kugel abzufangen? Magier, die diese Illusion vorgeführt haben, sagen, dass es nur eine Frage von blitzschnellen Reflexen sei. Cohen hat besonders schnelle Reflexe. Meine Reflexe sind momentan sehr gut. Ich brauche nun jemanden, der sehr schnelle Reflexe hat. Würden Sie bitte nach vorne kommen? Bleiben Sie hier stehen. Bitte strecken Sie Ihre Hände aus. Sind Sie Rechts- oder Linkshänder? Rechtshänder. Gut, nehmen Sie Ihre linke Hand runter. Ich lege eine Viertel-Dollar-Münze auf Ihre Hand. Machen Sie die Hand ganz flach. Ich werde versuchen, die Münze zu schnappen. Und Sie sollen das verhindern, okay? Okay. Sie dürfen die Hand natürlich erst schließen, wenn ich mich bewege. Okay. Alles klar? Meine Reflexe sind gerade sehr schnell. Noch nicht öffnen. Hier ist die Münze. Glauben Sie mir? Nein. Fühlen Sie die Münze? Ja. Das ist ein Penny. Zeigen Sie ihn dem Publikum. Magier haben sich immer wieder gefährlichen Risiken ausgesetzt, um eine Illusion zu erschaffen.
Und es gibt einen Trick, bei dem man keinen zweiten Versuch bekommt. Der Kugelfang. Der Kugelfang ist zweifellos die gefährlichste Illusion in der Welt der Magie. Der Kugelfang ist einer der heiligen Grale der Magie. Er ist einer der interessantesten, gefährlichsten und schwierigsten Tricks, die ein Magier vorführen kann. Man missachtet den Tod. Das ist einer der ultimativen Zaubertricks. Und er kann böse enden. Wie viele Magier vor ihm möchte auch Cohen diese tödlichste aller Illusionen beherrschen. Dazu muss er sie zunächst entschlüsseln. Daher macht er sich auf den Weg zum Conjuring Arts Research Center in New York. Wir werden Folgendes tun. Schreiben Sie jeden Magier auf, von dem Sie wissen, dass er diesen Trick vorgeführt hat, okay? Okay. Die Liste überspannt mehrere Jahrhunderte und beinhaltet die wichtigsten Namen aus der Welt der Magie. Die erste Person, die nachweislich diesen Trick versucht hat, starb dabei. Das war im 16. Jahrhundert und der Mann hieß Kulo. Madame Delinsky, sie fing die Kugeln für ihren Ehemann ab und wurde schließlich 1829 erschossen. Während einer Vorstellung. Richtig. Ted Enneman, ein brillanter Gedankenleser aus New York. Er hatte eine fantastische Methode. Aber man sagt, er sei während der Vorführungen so nervös gewesen, dass er den Verstand verloren hätte. Das hat ihn dazu gebracht, sich selbst umzubringen. Das bringt uns zu Chung Ling Su. Sein Name klingt chinesisch, aber er war Amerikaner. In England dachte jeder, er wäre Chinese, bis er schließlich 1918 in London bei einer Vorführung erschossen wurde. Bei diesem Trick sind viele Menschen ums Leben gekommen. Wir haben hier nur einige aufgezählt. Ich rate Ihnen, diese Illusion nicht auszuprobieren. Sie ist extrem riskant und es kann immer etwas schiefgehen. Handfeuerwaffen sind sehr gefährlich, glauben Sie mir. Ich war mein ganzes Leben von Handfeuerwaffen umgeben. Mein Vater war ein Marine, der in der Schlacht um Guadalcanal gekämpft hat. Ich bin in Michigan aufgewachsen und dort war es völlig normal. Daher habe ich großen Respekt vor ihnen. Der Kugelfang macht mich sehr nervös. Sie sollten nach London fliegen und herausfinden, wie Sue den Trick durchgeführt hat und was schiefgegangen ist. Ich bin in London, um einen Weg zu finden, einen erfolgreichen und sicheren Kugelfang durchführen zu können. Alles oder nichts. Entweder man macht ihn oder nicht. Wenn man ihn machen will, muss man gewissenhaft vorgehen. Ich will in Chung Li Sus Fußstapfen treten und seine Gedanken nachvollziehen. Chung Ling Su war ein großer Illusionist und sein Meisterwerk war er selbst. Im Jahre 1900 zieht William Ellsworth Robinson von New York nach London und zieht Nutzen aus der Popularität der chinesischen Zauberer, indem er selbst zu einem wird. Im Prinzip kopierte er die chinesischen Darbietungen. Er kam in Europa unter seinem neuen Namen Chung Ling Su an. Robinson trägt pompöse chinesische Kostüme und erschafft aufwendige orientalische Bühnenbilder. Seine Vorführungen werden über Nacht berühmt. Und an einigen Abenden begeistert er die Zuschauer mit der Darbietung des Kugelfangs.
Im März 1918 wollte Chung Ling Soo den Kugelfang vorführen. Diesen Trick zeigte er, wie viele andere, auch nicht jeden Abend. Soo hat den Kugelfang unregelmäßig gezeigt. Im März 1918 trat er eine Woche lang im Wood Green Empire Theater im Norden Londons auf. Am letzten Abend wurden die beiden Gewehre geladen und auf ihn abgefeuert. Eine Kugel traf ihn in die Brust. Der Assistent feuerte das Gewehr ab. Es gab einen lauten Knall. Chung Ling Soo rechnete natürlich nicht damit, da er den Trick schon oft aufgeführt hatte. Er stand völlig unter Schock, als er getroffen wurde. Es war ein glatter Durchschuss. Er fiel um und man rief sofort einen Arzt. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, aber es war nichts mehr zu machen. Gegen 5 Uhr morgens war er tot. Wie konnte das diesem erfahrenen Magier passieren? Cohen ist nicht der Einzige, den diese Frage beschäftigt. Harry Houdini war und ist der berühmteste Magier der Welt. Das Publikum kam scharenweise, um ihm dabei zuzusehen, wie er sich in luftiger Höhe, unter Wasser oder aus Zwangsjacken und Handschellen befreite. Einen Trick wollte er unter keinen Umständen vorführen. Houdini riskierte sein Leben auf viele Arten, aber niemals beim Kugelfang. Ein Grund dafür war wohl, dass ihm sein Freund Harry Keller, der bekannteste Zauberer Amerikas, davon abgeraten hatte. Eine weise Entscheidung. Doch selbst wenn sogar der große Houdini auf diesen Rat hörte, Cohen ist entschlossen, den Trick durchzuführen. Wenn heute jemand diesen Trick vorführen möchte, würde ich ihm raten, äußerst vorsichtig zu sein und dafür zu sorgen, dass er alles völlig unter Kontrolle hat. Sonst besteht immer das Risiko, dass etwas schiefläuft. In der Welt der Magie sind nur wenige Geschichten so mitreißend und tragisch wie die des Todes von Chung Ling Soo im Jahre 1918. Er ist einer von 12 Zauberern, die einer Illusion zum Opfer fielen, die unter Zauberern als verflucht gilt. Trotz der Gefahren ist der Magier Steve Cohen fest entschlossen, seine eigene Version des Kugelfangs darzubieten. Cohen will herausfinden, wie Chung Ling Soos Methode funktionierte und was schiefgegangen ist. Im berühmten Londoner Auktionshaus Bonhams trifft er auf David Williams, einen Waffenexperten. Das ist ein Gewehr aus der damaligen Zeit. Der Lauf ist achteckig. Und es war allgemein üblich, Ladevorrichtungen am Gewehr zu haben. Es stellt sich heraus, dass dies der Schlüssel zu Chung Ling Soos Illusion war. Die echte Patrone im Lauf sollte eigentlich gar nicht abgefeuert werden. Der Knall entstand nur durch Schießpulver und Schusspflaster, die in der modifizierten Ladevorrichtung enthalten waren. Das Rohr unter dem Lauf war mit Schießpulver und Schusspflastern geladen. Beim Abfeuern kam also kein Projektil aus dem Lauf, sondern nur eine Rauchwolke und das Füllmaterial. Nach jeder Vorführung musste er die Gewehrkugeln entnehmen. Er nahm dafür das Ende des Laufs ab und zog sie von hinten heraus, anstatt wie üblich von vorne.
and pull them out from the back instead of the front. Da er das viele Male getan hatte, waren die Schrauben irgendwann abgenutzt. Unglücklicherweise benutzte er sehr feines Schießpulver. Es brannte sich immer weiter seinen Weg die Schrauben herunter, bis sich an diesem tragischen Abend die Kugel schließlich auslöste. Es war also eine Kombination aus dem Schießpulver, dem Schusspflaster und dem Projektil, das gar nicht austreten sollte. Ja. Während Chung Ling Su sterbend auf der Bühne liegt, hat er natürlich keine Ahnung, was schiefgelaufen ist. Nur eine Handvoll Zauberer haben sich seitdem an diesem Trick versucht. Einige von ihnen können von ihren Erfahrungen berichten. Dazu zählt auch der legendäre britische Magier Simon Drake. 1990 führt er im britischen Fernsehen einen spektakulären Kugelfang durch. Er hat diese Illusion nur ein einziges Mal präsentiert. 2, 1. Mehr als 20 Jahre nach dieser beeindruckenden Darbietung lädt Drake Cohen zu sich ein. Ich würde es nicht mehr tun. Das ist ein traumatisches Erlebnis. Wie bereitet man sich mental darauf vor? Es war nervenaufreibend. Wie kann man für so einen Trick üben? Wir haben immer wieder den Bewegungsablauf simuliert. Der gesamte Prozess wurde imitiert, bis auf das Abfeuern der Pistole. Das wurde verdrängt? Ja, ich wusste genau, was ich zu tun hatte, ohne daran denken zu müssen. Ich habe eine Art Roboter-Modus eingenommen und das würde ich Ihnen auch raten. Man muss genau wissen, was man tut. Wenn es soweit ist, ist man sehr viel nervöser, als man dachte. Warum haben Sie den Trick nur einmal vorgeführt? Ich hatte wenige Tage danach einen kleinen Nervenzusammenbruch und kam in große Schwierigkeiten. Ich will nicht ins Detail gehen, aber ich bin ein wenig durchgedreht. Ich musste zwar keine Zwangsjacke tragen, aber ich war kurz davor. Es war eine gewaltige psychische Belastung. Diese Erfahrung wird ihr Leben verändern. Trotz der Warnungen will Cohen einer der Zauberer werden, die den Kugelfang durchgeführt haben. Er kehrt nach New York zurück und macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Schauplatz für seinen Versuch der wohl gefährlichsten Illusion der Geschichte. Er möchte die Kugel mit seinem Mund fangen. Don, ich möchte den ganzen Ablauf durchgehen und Sie sollen der Schütze sein. Könnten Sie sich hierher stellen? Kein Problem. Das ist beängstigend. Ich fühle mich in dieser Umgebung nicht besonders wohl. Es ist dunkel im Untergrund und überall sind Einschusslöcher. Jetzt sind wir etwa 6 Meter voneinander entfernt. So wird es sein. Genau. Der heilige Gral der Magie ist der Kugelfang. Er hat in seiner langen und dunklen Vergangenheit 12 Menschen das Leben gekostet. Wir fahren jetzt zu einem Schießstand. Heute Nachmittag möchte ich den Kugelfang durchführen. Der Schütze wird mit einer Glock 19 auf mich schießen. Das ist die Waffe der New Yorker Polizei. Bereit für den Test? Sie ist mit 9mm Patronen geladen und ich werde eine davon mit den Zähnen fangen. Die Kugel benötigt für den Weg bis zu meinem Mund etwa 1/50 einer Sekunde. Das ist ziemlich furchterregend. Im
Ich bin dazu befugt, im Staat New York diese Waffe abzufeuern. Das wird ein sogenannter Niedrigprozentschuss. Das bedeutet, dass viel schiefgehen kann. Aber ich habe in den letzten 20 Jahren etwa 300.000 9mm Kugeln mit einer Glock abgefeuert. Ich bin ziemlich sicher, dass ich ihn präzise dort treffe, wo er es will. Wir haben heute einen Magier hier, der einen klassischen Zaubertrick vorführen möchte. Er wird eine Patronenkugel mit seinem Mund fangen. Das ist ein sehr gefährlicher Trick. Ich würde jedem davon abraten, so etwas zu tun. Ein kleines Publikum darf dabei mit eigenen Augen zusehen. Für den schlimmsten Fall befinden sich auch Sanitäter vor Ort. Ich gehe im Kopf das Timing durch. Sobald ich das Taschentuch fallen lasse, bin ich bereit, die Kugel zu fangen. Wenn etwas schief geht, wird das vielleicht das letzte Mal sein, dass ich in eine Kamera oder mit irgendjemandem spreche. Um die Durchschlagskraft einer Kugel aus einer Glock 19 zu demonstrieren, wird zum Test eine davon abgefeuert. Kann ich bitte die Patrone haben? Ab jetzt wird es keinen Filmschnitt mehr geben, bis alles vorbei ist. Kann jemand diese Patrone markieren? Sie vielleicht? Kommen Sie. Wie heißen Sie? Lou Savaggio. Wir kennen uns nicht. Schreiben Sie bitte Ihre Initialen auf die Spitze der Patrone. Ist das ein L? Die Kugel wird von einem zufällig ausgewählten Zuschauer markiert, damit sie nach dem Abschuss identifiziert werden kann. LS. S. Die Patrone wird durch eine Glasplatte auf Cohen abgefeuert, damit bewiesen ist, dass sie wirklich aus der Pistole austritt. Ist alles bereit? Steve, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Sind Sie absolut sicher, dass Sie das tun wollen? Ja, das bin ich. Ist der Schütze bereit? Schütze bereit. Bereit zum Schießen. Verdammt! What the fuck? Sanitäter! Alle raus, sofort! Als Steve zu Boden ging, gingen lauter verrückte Gedanken durch meinen Kopf. Jetzt habe ich hier einen Toten. Was mache ich jetzt?
Als die Kugel abgefeuert wurde, ist Steve wie ein Sack Kartoffeln umgefallen. Ich war mir sicher, dass er getroffen wurde. Es herrschte große Verwirrung. Als er am Boden lag, rannten alle wie wild durcheinander. Ich habe gedacht, dass er eine Patrone im Hals stecken hat und habe Panik bekommen. Als ich bei ihm war, sah es aber gar nicht so schlimm aus. Und dann habe ich die Patrone gesehen. Er hat die Kugel gefangen. Das ist die von mir markierte Kugel, die er gefangen hat. Als die Kugel durch die Scheibe krachte, flog auch eine Glasscherbe auf mich zu. Ich habe die Kugel ausgespuckt und nach meiner Brust gegriffen. Der Aufprall auf die Scheibe war so kraftvoll, dass ein paar Scherben in Projektile verwandelt wurden. Eins davon hat Steve getroffen. Ich wurde hart getroffen und hatte ein Blutgerinnsel unter der Haut. Nach mehreren Tagen wurde daraus ein riesiger schwarz-blauer Fleck. Es hat 3 Wochen gedauert, bis es ganz verheilt war. Wenn ich jetzt ein junger Magier fragen würde, ob er diesen Trick durchführen soll, würde ich ihm denselben Rat geben, den ich erhalten habe. Lass es lieber bleiben. Dieser Trick scheint wirklich verflucht zu sein, denn es gab dabei so viele Tote und Verletzungen. Ich glaube nicht, dass er verflucht ist. Wenn man mit Feuer spielt, verbrennt man sich eben leicht. Der Kugelfang ist eine Illusion. Doch der Tod von 12 Zauberern zeigt, dass er extrem gefährlich ist. Ihre Namen und Schicksale sind nun Teil des Vermächtnisses der Magie. Die Geschichte der Magie ist nicht verloren. Sie ist nur verborgen. Und es gibt noch zahlreiche atemberaubende Illusionen, die wiederentdeckt werden wollen. Einige davon wurden seit Jahrhunderten nicht mehr vorgeführt. Können sie entschlüsselt und wieder zum Leben erweckt werden, um in unserer heutigen Welt für echten Nervenkitzel zu sorgen?